Offene Daten sind vor allen Dingen ein Schatz für die Gesellschaft. Offene Daten bedeutet, dass diese Daten von jedem und jeder frei und ohne Einschränkung verwendet, nachgenutzt und auch verbreitet werden dürfen. Wenn es darum geht, zum Beispiel die Nennung einer Quelle sicherzustellen, dann gibt es aus der Community heraus etablierte Lizenzmodelle, die das gewährleisten. Personenbezogene Daten sind nie Gegenstand offener Daten. Als Datenbereitsteller kommt grundsätzlich jede Organisation und Institution in Frage. Man denkt dabei sehr häufig an die öffentliche Verwaltung. Aber wir wissen aus unserer Arbeit, dass sowohl im Bereich der Wirtschaft als auch der Forschung und auch im Bereich der NGOs eine Menge Datenschätze vorgehalten werden, die es sich lohnen würde zu veröffentlichen. Der Mehrwert von offenen Daten liegt zum einen darin, dass sie Transparenz schaffen für das Handeln von Unternehmen, aber auch von Entwicklungen in der Gesellschaft. Sie können aber auch der Legitimation des eigenen Handels dienen. Für mich steht besonders im Fokus, dass offene Daten in Kooperationen ermöglichen, dass man sich aus unterschiedlichen Blickwinkeln diesen offenen Daten nähert, sie miteinander verbindet und so eigene oder andere Fragestellungen beantwortet. Offene Daten heißt auch immer, dass man andere befähigt, etwas zu tun, was sie selber nicht zu tun in der Lage sind, indem man halt Daten bereitstellt. Das betrifft vor allen Dingen Citizen Scientists oder auch Data Scientists, die sehr versiert sind darin, ihre Kompetenzen in der Nutzung von offenen Daten einzubringen. Grundsätzlich ist der Nutzen von offenen Daten aber auch immer darin zu sehen, dass eigene Datensilos in der Organisation aufgebrochen werden und insgesamt mehr Daten zur Verfügung stehen als vorher. Meine Vision in der Bertelsmann Stiftung ist, dass wir nach dem Grundsatz Open by Default handeln. Das heißt, wir sind eine große gemeinnützige Stiftung, die seit über 40 Jahren evidenzbasiert arbeitet. Das heißt, wir halten selber viele Daten vor, aus denen wir unsere Studien und unsere Arbeit speisen. Wir möchten, dass diese Daten auch der Zivilgesellschaft als offene Daten zurückgegeben und zur Verfügung gestellt werden können. Am niedrigschwelligsten und am schnellsten fördern können Sie es, wenn Sie selber offene Daten bereitstellen. Je eher, desto besser, und nur so wächst das Datenökosystem. Zudem sind alle sehr herzlich eingeladen, sich an unserer Umfrage zu beteiligen und Ihre Ideen, Einschätzungen und Bedarfe zum Thema offene Daten zu benennen.